Ja, Rafi möchte auch auf die zulaufen. Sie stehen auch gut beieinander. Vielleicht machst du genug Schaden für beide. Ganz wohin, was meinst du? Auf der König auch beide auf einen Streich? Bestimmt, nicht. Der ist ja der König. Leider nicht. Du kannst Befreiungsschlag machen. Befreiungsschlag? Windmühle oder sowas? Du könntest einen Befreiungsschlag machen. Mach einen Befreiungsschlag, komm. Hab immer noch keinen Befreiungsschlag. Ja, dann mach ihn verdoppelt. Dann kannst du ihn verdoppelt benutzen. Ja, habe ich mich denn ja diese Runde bewegt oder letzte? Frage? Du hast eine Aktion benutzt, ja. Ja, dann habe ich eine 4er Schwernis, weil ich mich bewegt habe. Ja, kleine Gegner plus 6, das ist eine plus 10. Ja, den verdoppelten Befreiungsschlag kriegst du eigentlich nicht hin. Ja, das ist jedoch traurig. Doch, hat er geschafft. Na, plus 4 pro Gegner, also plus 8, verdoppelt, so, 16 pro Gegner plus hast das. Kleiner aber Gegner. Immer noch kein Befreiungsschlag, wieso ja, könnte ich das nicht alles klar, ja, dann Schadensbombe. Du musst halt deine dritte Aktion auffinden. Ja, 16. Dann ist der erste tot. Zustand ja, und tot. Nächster. Haben wir hier, haben wir hinterher. Und er ist wahrscheinlich auch tot. Ah, 11, maybe. Ja, ich muss gerade mal gucken, was die als Lebenspunkte haben. Reicht. 3. Gut, und dann kehrt wieder Ruhe ein. König! Ja. Oh, guter Schlag, habe ich bis hier gespürt, das Holz. Waren Sie das jetzt? Bevor mein Zauber ändert, will ich mal in die Decke gucken. Da haben wir noch nie geschaut. Ich habe gerade übrigens dann noch zwei andere Rosenzweiglinge gesehen. Die hatte ich eben gerade nicht auf dem Schirm. Entschuldigung, mein Fehler. Da stand ein Diamant, das genau im Weg. Ich würde mal in die Decke gucken. Ob er sich an unter Decken. Man muss im Raum sozusagen runtergucken, mehr oder weniger, aber nicht nach oben auf die Decke. Nee, ist nichts. Also die Decke ist halt sehr hoch und ihr hättet sicherlich auch ein 4 Schritt großer Gegner Platz, aber nein, hier ist nichts. Wo steckt dieses Viech? Entschuldigung, wie gesagt, Diamant stand genau in deinem Weg, dann greife ich mit den Rosenzweigling doch nochmal an. Machen 2 freie Aktionen Schritt und würden dann Diamant das angreifen. Ja, okay. Ich glaube mal. 1 und 16. 1 ist getroffen, die 16 nicht. 18 nicht bestätigt. Die waren ja dann quasi direkt vor meiner Nase, oder? Dann macht es keinen Sinn, dass ich Rafim nachlaufe. Ja. Mit deiner Intuition kannst du auch da stehen geblieben sein. Entschuldigung, ich habe die, wie gesagt, jetzt das gerade gesehen, weil die halt sehr klein sind, trotz der roten Aura. Ja, klar. Ja, nein, raufen! Ich ziehe meine Beine weg, wenn die da knapp gegenspringen wollen. Ach, scheiß Viecher, und trete da nochmal gegen. Ja, gut. Und wenn du nicht ausweichst, würde der eine 4 Schadenspunkte machen. Die Ausweichenprobe wäre halbiert. War das nicht die Raufenparade, die ich gewürfelt habe? Raufenparade. Also, doch, ja. Ich dachte, das wäre eine Attacke gewesen. Entschuldigung. Macht ja trotzdem halben Schaden, aber das kommt nirgendwo bei meiner Rüstung durch. 2 Schaden. Das sind Schadenspunkte, keine Trefferpunkte. Ach so, okay, ja, dann kriege ich den Schaden. Ja, also trotzdem die halbierten, aber es sind SP, also 2 SP. Und dann kannst du einmal zuschlagen. Sind deine, was hast du, Schlagringe? Nein, du hast einen Dolch. Nee, ich trete dazu. Ich habe meine Abalone in der Hand, ich will treten. Ah, okay, gut. Das ist ein magischer Schaden? Ja, ich habe... Keine weiter. Ich habe die Angriff schon gewürfelt, das sind dann 12 Ausdauerschaden, also TPA. 12 sind 6. Wir ziehen vorher die Rüstung ab und das Ding weicht einen Schritt wieder zurück. Dann bist du durch. Dann komme ich Diamantas zu Hilfe und die leben beide noch, oder? Ja. Dann für... Wie weit ist das? 2, 3 freie Aktionsschritt. Die hast du auf alle Fälle mit deiner Initiative. Du sagtest plus 6 wegen der Größe, oder? Plus 6 wegen der Größe. Das würde der eine. Hat der noch Aktion? Die könnten noch ausweichen, aber du kommst von hinten, deswegen sehen die das nicht. Okay. Wobei sie Dämonen haben ja normalerweise so eine Allround-Sicht. Ich meine, haben sie das? Ja. Wo steht das?
dass ihre Wahrnehmung unabhängig von Augen immer mit Lebensgespür funktioniert. Immer. Ja, das. Ja, okay. Ja, okay. Ich habe das auch mal gelesen, dass man sie nicht von hinten angreifen kann, aus dem Grund. Vermutlich hast du recht. Das ist der Schaden, dann ist das Ding. Ja, das war schon der Schaden, dann ist das Ding auch tot. Gut, dann der andere auch noch. Tot, genau. Kannst du auch von da aus erreichen. 18 misslungen. Das wäre misslungen, dann aber ich habe eine dritte Aktion. Stimmt. Ich mache das einfach nochmal. Ja. War auch keine Ansage drin. Brauchst du, glaube ich, auch nicht. Ja, besser. 4, 11 reicht. Ach, danke dir, die Viecher haben mich überrascht. Ach, diese verdammten Dornen. Na, nicht das, was wir suchen. Ich glaube, sie halten uns nur auf. Wir sollten uns sammeln und die anderen Räume unten durchsuchen. Vielleicht gibt es einen Keller. Unten ist auf jeden Fall irgendwas. Das haben wir ja alle gehört. Wie hat sich dieses Astrolabium gelöst? Weiß das jemand? Hat es jemand gesehen? Ich weiß nicht. Ich habe... Natürlich nicht. Ich habe ja währenddessen mit meinem Odem geguckt, als ich das gelöst hatte. War da Magie zu sehen? Nein. Okay. Hab ich das einfach versehentlich runtergeschubst? Ihr könnt mal eine Klugheitsprobe würfeln. Hattest du eine Erschütterung oder Mechanik? Ja, ich wollte gerade Mechanik anbieten. Mechanik ist wahrscheinlich auch die bessere Probe. Und Klugheit lasse ich auch durchgehen, ist auch nicht erschwert. Der Stoß kam von unten und das war eine Erschütterung, die durch den Boden gegangen ist. Nun, irgendwas von unten hat vermutlich die Aufhängung kaputt gemacht. Gut. Dann nach unten. Ich würde sagen, sammeln und das Vieh umbringen. Ja. Vielleicht. Wenn das Vieh so groß ist, wie ihr sagt, kommt das hier die Treppe gar nicht hoch. Oh, mitkommen, wir gehen jetzt Dämonen jagen. Oh, dann geht's hinab. Ups, sorry. Ah. Okay, dann. Rafim ist der Erste, der unten ist. Rafim, du siehst vor dir auf dem Tisch die vertrockneten Rosenzweiglinge, die dich jetzt mit ihren sensenartigen Armen anblicken. Und habe ich eine Initiative? Ich nehme die vom Schruf, ist mir egal. 10. 10, ich bin dran. Schritt auf dich zu. Das ist eine freie Aktion. Und dann werde ich dich zweimal. Und da hinten sind auch noch welche. Ja, da ziehe ich vor. Ja, das ist eine Aktion, Position. Die müssen hier auf alle Fälle. Ich mach du erstmal. Ja, ich ziehe vor und hau die Viecher. Ja. Du hast eine Aktion Bewegung für die Treppe benutzt. Ja, ist okay. Ich greife die ja zweimal an. Ich greife die einfach nur an, weil ich mache so genug Damage. Das ist das, was du denkst. Ah. Warte mal, das war rauf. Bekommst du Einschränkungen durch große Waffe im Wendeltreppenbereich? Und musst du mir sagen, ob ich noch in der Wendeltreppe stehe oder halt schon in dem Raum? Weil die sind du hast was vor, du hast vorgezogen. Was? Vor allem er kämpft im Halbschwert. Da. Das ist egal, das macht aus der langen Waffe höchstens eine kurze. Ja, wenn du mir da mehr als eine 10er Schwernis geben willst, dann wäre es problematisch. Schaden durch Ring ist ja falsch, ne? Dann nehme ich dir den ersten schon mal weg, der fetzt durch den Raum und löst sich dann in Blütenstaub. Und den anderen treffe ich nicht. Okay. Ihr könnt an Rafim nicht vorbei. Nicht mit der Größe, lasse ich nicht zu. Kann er nicht noch zwei Fraktionen einen Schritt machen, um aus dem Weg zu kommen? Ja, das kann er gleich gerne tun. Aber Rosenzweigling greift dich an. 14, kommt die an? Ja, reicht. 1W6. 1. Auch durch göttliche Rüstung? Nee, durch göttliche würde ich das... Nee, finde ich okay. Göttliche Rüstung würde ich da... Dann, ja, fängt das deine Chorrüstung an. Aber. Gut. Ja, dann kannst du mir die anderen beiden noch direkt drücken, weil ich würde dann halt tatsächlich den Schritt zur Seite machen. Dann machst du eine Aktion freier Schritt. Ja, passt. Kannst du nochmal... 1-10. Ja, ich stelle mich halt aus dem Weg. So eine Position, dann haben die auch keine Abwehr mehr und dann bekommst du zweimal. Das ist halt mega sinnfrei, dass ich gerade würfel, ne? Ich komme ja sowieso nicht durch deine Rüstung durch. 5? Ja, bringt nichts. Ich weiß aber, wer durch seine Rüstung kommt. Ja, das weiß ich auch, aber die Rosenzweiglinge begreifen das nicht. Gut, ja. Dann ist Rafim durch und die Rosenzweiglinge auch. Dann bin ich wohl dran. Ich trete nämlich einen freien Schritt nach vor. Mhm. Ich und war direkt hinter Rafim. Hatten wir uns aufgeräumt? Ich habe uns jetzt auf der Treppe aufgeräumt, die wir gerade waren. Nein, okay. Zulamin. Genau, du bist vor mir und ich bin
zwischen dir und Diamantis und ja. Abelmir. Ich wollte gerade Raffin-Befreiungsschlagen. Lass mich Abelmir doch. Ist das so. Letzte. Ach, Zulamin ist dran. Ja, gut, dann schaue ich, dass ich die weghaue. Eine Aktionposition, ja. Die glaube ich dir auf alle Fälle. Also eine Aktion ist für die Treppe. Für die Treppe, ja. Ja. Sehr gut. Reicht nicht. Gut, ja, ich ziehe dich einfach mal hier in den Raum rein. Mhm. Und willst du noch was tun? Ja, den zweiten. Reaktion, hey, mach Platz! Fünf. Sind gut, das mache ich dann auch. Dann ist der tot, ne? Der hat noch... Der hätte noch eine Ausweichenprobe. Ich würfel mal. 11, ne. Dann ist der tot. Gut, dann gehe ich beiseite. Fährt sich den hier gerade mal in die Ecke. Zustand. Tot. Kann ich mit freien Aktionen warten, um runter noch eine Fragenschlag zu machen? Aktion Position musst du so oder so ausgeben. Ja, okay, dann positioniere mich halt. Drei Schritt. Und ich möchte, das ist unwürdig, ja, mit der Waffe drauf zu gehen. Ich möchte drauf treten. Okay, ja. Und Raufen. Machen wir eine Raufenattacke. Plus 6, weil klein. Oh. Okay. Und dann würfeln wir mal. TPKK. Gar nicht so viel. Ja, komm. 7. Ja, du trittst einmal zu und als du deinen Fuß wieder hochnimmst, stecken Dornen in ihm drin, beziehungsweise in deinem schuppigen, in deiner schuppigen Lederrüstung. Das, was du damals von Voltax bekommen hast und Raffin. Weil du bist jetzt ein Q7-Söldner. Den König kaputt! Voltax. Ja, ich würde mich halt auch dazwischen bewegen. Jetzt traut er sich. Ah, klar. Ich tue noch den freien Schritt an die Seite, wenn er Platz braucht. Der ja. Ist ja Voltax. Und ich steche einmal mit meinem Dolch. Der erste Gegner, den du jetzt irgendwie nach 2 Jahren kriegst. Ich halte meinen Fuß hoch, damit er ihn da runterstechen kann. Ja, tatsächlich. Freund im Nahkampf. 2 Stück. Ja, auch bei Dämonen? Ist egal. Okay. Da steht nicht bei Dämonen. Und bei Dämonen steht auch nicht bei Nicht-Freund im Nahkampf. Zumindest für die Bosen-Zweiglinge würde ich das zulassen. Ja, okay, eine 2-Erleichterung also. Also für einen 4 Meter großen Buschruf lasse ich das nicht zu. Aber nee, das ist schon klar. Also, nein, wir machen uns ja gerade warm. Genau. Dann schauen wir mal. Der hat schon den Tritter bekommen, ne? Ja, den ersten treffe ich. Das ist der Bernstein-Dolch, das sind Praios-Schaden. Genau, Praios-Schaden, richtig. Clever. Ist da noch irgendwie TP plus drauf? Ja, plus 1, TP... Ja, bringt ja, aber nichts. Hat doch also, reicht. Ist okay, nehme ich weg. Dann hast ja, und dann, genau, zweiter Angriff ist ja nicht, weil ich ja runtergegangen bin. Genau, Zustand, ändern zu Objekt. Ja, macht das dran. Ja, ich gehe auch runter und schaue mich erstmal im Raum um. Sehe den einen Rosenzweigling von Raffim, reiche den aber schon ab und laufe einfach nur da hier herunter, damit aber mir auch. Nein, da kommst kann du nicht. Ich nicht? Voltax steht im Weg. Ich glaube, mittlerweile haben wir den Raum ziemlich voll gemacht. Ja, dann bleibe ich hier stehen und warte, bis irgendwer mir aus dem Weg geht, damit Abel mir auch noch runterkommen kann. Ja, zurzeit ist das nicht der Fall aus. Abel, du bist dran. Ja, ich sehe ja, dass der Raum sauber überfüllt ist, bleibt da oben stehen, weil kriegt nichts von mich dazwischen zu quetschen jetzt noch. Nächste Kampfrunde, Rosenzweigling, 2 Attacken auf Raffin. Kann ich vor das Vieh vorziehen? Wie viel Ini haben die? 10. Raffin kann auch vor das Vieh vorziehen. Ja, ich ziehe das vor das Vieh vor, wenig überrascht. Lass doch anzünden den Kill. Anzeigen. Nee, lass ihn, er ist der König, er darf sich etwas wie killen. Ja, dann los, aber rein. Ja, hier kommen 6er Wuchtschlag. Hast du nur eine Schwernis oder so? Achso, nö, ich hab nee, ne? Hier war kleiner Ansage. Gegner. Ah, scheiß auf Ansage, komm hier. 4, Feuer. Geschafft. Geht Schaden, muss ja, rein. Reicht. Und zerfetzt im Blütenstaub an die Wand. Naja, ob die wohl hier waren, als wir schon hochgekommen sind. Ich hab sie nicht gesehen. Ich auch nicht. Da lagen Rosenblätter, als wir hochgekommen sind. Ich glaube, sie sind irgendwie daraus entstiegen? Oder ist das so, als würden sie hier aus... Habt ihr das gehört? Das größer, das holen wir uns! Scheiße, was war das denn für ein Schrein? Ich dränge Raffim aus der Tür raus. Also im Grunde vorwärts von hinter ihm. Ja, ich schließe mich stehen!
Ruf hinterher. Der Schrei eines Buschrufes löst einen Höllenpein, zerreiße dich aus. Und zwar zwei Aktionen, das ist egal. Das Opfer windet sich in unerträglichen Schmerzen, als würden alle seine Muskeln gleichzeitig von einem Krampf befallen. Es ist zu keiner kontrollierten Bewegung mehr fähig. Ihm steht jedoch ein intuitives Ausweichen zu. Das Opfer verliert jede Kampfrunde Ausdauer in Höhe von ZFP-Sternen Ausdauerpunkten gegen die MR. Und die wird, die wird einzeln geprobt. Also das ist ein Umwelteffekt, sag ich mal. Da wird also nur eure eigene MR angerechnet und nicht die höchste plus Anzahl der Personen. Also jeder eine, ich würfel jetzt einfach mal, jeder kann mir gerne mal seine MR sagen. Eins! Was war das mit dem Ausweichen? Wie kann man denn was akustischem ausweichen? Ich kann das gleich nochmal dazu sagen. Ihr leidet unter einem Höllenpein. Pumpen nicht ihre ZFP-Sterne auf dem W20? Wir können während einem Höllenpein ausweichen. Erschwert um die ZFP. Okay. Genau, das sag ich gleich nochmal. Also, wir können das auch gerne mit einem W20 machen. Dann habe ich eine 2 gewürfelt. Ist okay. Gefällt mir besser. Gefällt dir besser? Sicher. Ich wollte heute nichts mehr machen. Ja, also bei mir kommt das auf jeden Fall durch. Ich habe eine Magieresistenz von 4. Ich habe eine Magieresistenz von 12. Beide 8. 10. Ja, plus halt das, was eventuell noch anspringt. Aber ich habe ja nicht gesagt, dass ich den Eisernen Wille anwerfe. Ja, so, meine ist auch nicht an. 13. Ich habe 13 Punkte übrig und wir machen jetzt eure MR. Also 13 minus eure MR. Das ist erstmal den Wert, den euer Höllenpein hat. So. Das Opfer windet sich in unerträglichen Schmerzen, als würden alle seine Muskeln gleichzeitig von einem Krampf befallen. Es ist zu keinen kontrollierten Bewegungen mehr fähig, ihm steht jedoch ein intuitiver Ausweichenversuch. Ausweichen geteilt durch 4 zu. Das ist also unabhängig davon, wie gut der Höllenpein gelungen ist. Das Opfer verliert in jeder Kampfrunde Ausdauer in Höhe von ZFP-Stern-Ausdauerpunkten. Ja. Und wie lange gilt der? ZFP-Stern mal 3 Kampfrunden. Okay, also 3 Kampfrunden bei mir. Wow. Geht ja. Also ruft auf ein Viertel des Ausweichenwerts, oder was? Ja. Genau. Wenn du angegriffen wirst, dann würfelst du ausweichen durch 4. Okay. Hast du also ein Ausweichenwert von... Wie viel waren nochmal ZFP? 13 minus eure MR. Okay. Also ich habe 13 MR. Schafft er es dann mit 1 oder mit 0? Er schafft es dann mit 1. Achso, ja? Doch. Ja, genau. Und 0 geht immer auf 1 hoch. Dann genau. 1, genau. Gut. Ja, dann habe ich auch 3 Kampfrunden. Steht ihr schon hier? Aber wir sind da nicht mehr rausgelaufen. Die Frage ist halt, wie weit wir kommen. Wir laufen da halt raus, weil der schreit. Also ist jetzt die Frage. Weißt du was? Ja, also ihr seid erstmal noch hier drin und dann kommt der Schrei. Würfel mal die ZFP neu. Und dann... Oh, da hat jemand ein Schiff. Ah, okay. Nee, ich hab ein Glück. Es macht dasselbe. 7. 15 minus 7 sind 8. Also 8 minus 7 nice. Ja, nice. Das hilft mir dann gar nicht. Dann kommt nichts durch. Warte, 7 mal 3. Okay, ich bin 21 Kampfrunden raus. Schocksul! Ah, hilf mir! Was ist das denn, blutleerer Mist? Ich komme, Hanswun, bleib ruhig. Ja, und. Erzähl ihm von der Armbrust. Ja, genau. Das ist jetzt ein bisschen spät. Okay, dann. Wir sind wieder in Kampfrunden. Ihr könnt gerne handeln. Ansonsten, Buschruf tut nichts, was ihr seht. Okay, wer ist denn außer mir noch auf den Beinen? Boltax ist auf den Beinen, nehme ich an. Die Magier? Mhm. Ich bin auch auf den Beinen. Genau, also Rafim, Diamantis hat mit seinem Glück die Probe von dem Buschruf neu gewürfelt und damit hat er keine 13 Sternchen, sondern noch 8 Sternchen. Ja, dann stehen wir alle, oder nicht? Bis auf Answun halt. Nein, ich stehe auch nicht. Täuschend. Meine MR ist genau 8. Das heißt, es geht auf 1 hoch? Ja, genau. Aber wir machen das mit 2-Mann-Team hier, komm. Super. Komm ran auf den Meter. Ja, wenn ich diesen Buschruf nicht Hammer schlagen darf, ich bin pisst. Ich kann leider nichts machen. Ja, kannst du was machen. Guardianum und los geht's. Guardianum wirkt da nicht. Okay, also, ja, Buschruf tut halt irgendwas. Der Effekt ist schon auf dir. Nach dem Buschruf, 13, Answun. Du kannst dich nicht bewegen. Ich kann nichts tun, überspring mich. Gut, dann schreist an. 21, Rafim. Ja, ich blicke. Warte, hat Abel mir mehr in ihr als ich? Ja. Hat er tatsächlich. Dann sieht Abel mir, dass ich in seine Richtung blicke und scheinbar auf ihn warte, dass wir zusammen in den Raum vorrücken. Ja, ich würde mich dann hinter Rafim stellen und ihn dann vorne. Du kommst da nicht durch. Achso, dann
Ja, ich muss die durchwinden, irgendwie. Keiner komme ich da irgendwie bei. Dann musst du die Diamante so rumschubsen, der kann sich sowieso nicht bewegen. Ja, die liegt noch schreiend auf dem Boden, oder nicht? Ich denke auch. Kann er rübersteigen, oder? Ja, also von Winden sich in Schmerzen. Diamantes, würfel mal eine Ausweichen, geteilt durch 4. Du wirst angegriffen. Oh. Was? Aus den eigenen Reihen. Ja, wow. Von hinten. Ja, hättest du mal Magieresistenz gesteigert. Minus 5 von hinten und geteilt durch 4. Wow, Junge. Du wirst beiseite gestoßen. Ich hab Blutrausch. Hilft mir das irgendwie? Ich könnte mir vorstellen, dass der Blutrausch ausgelöst wird. Ich versuche gerade rauszufinden, wann er ausgelöst wird. Ich glaube, wenn du Sekunde. Schaden kriegst. Ja. Jetzt und Probe erleiden einer Wunde und scheitern an einer darauf folgenden Selbstbeherrschungsprobe sowie an einer bestimmten Aggressionsfahrt in der Mitte, also nicht mal Schaden. Ah, ich sollte vielleicht auch noch zu Ende lesen. Die Magier können, ihr könnt alle mal eine Magiekundeprobe würfeln. Wenn ich zu Ende lese, dann das könnte euch wirklich helfen. Ja, hier, Abel, mir darf ich mal Schaden auswürfeln, bitte, ne? Ja, freut er sich gerade. Dann macht Abel mir mal einen Raufenangriff gegen Diamantis. Ich wollte ihn angreifen. Okay, dann nicht. Wow, danke, danke. Aber Abelmir hat 18 Sternchen. Die Wirkung eines Heulenpein fällt ab, wenn jemand SP bekommt. Ihn. Ruf ich auch kurz zum Boldak zu. Okay, dann ritze ich ihn einmal mit meinem Dolch an. Also ich dachte, treten. also Diamant ist auf alle Fälle irgendwie über den Tisch geflogen und liegt jetzt zappelnd auf dem Tisch. Es ist kulturell passender, ihn zu schneiden. Ja. So, Boltax ist dran, 22. Dein Schochsul nimmt die Schmerzen von dir. Und ich ritze dich einmal mit dem durch. Halt diesen Schadenspunkte. Machst du dir so durch? Okay, einmal. Ja, schneidet halt, du bist einfach... Da ich ein hilfloses Ziel bin, gehen die vermutlich an der Rüstung vorbei. Richtig. Ist kein Meuchelangriff, aber er macht einfach SP. Jetzt habe ich mir eine AT von 45 insgesamt, weil ich ja ein W6 plus 1 mache. Genau. Gut, dann ist Answon nächste Kampfrunde wieder handlungsfähig. Danke, Schochsul, danke! Aber mir steht an der Tür, du hast erstmal nur Diamantas weggestoßen. Ihr könnt jetzt aber zu zweit in den Raum. Ich wollte irgendwie Rafim nach vorne schieben, aber er geht wahrscheinlich von alleine von vorne. Ja. Ja, Tür auf, 4 Meter. Was sehe ich denn, wenn ich die Tür aufmache? Okay, ich gebe sie dir jetzt frei. Hosenzweiglinge. Ohne Ende. Hosenzweiglinge. Und das Wasser des Brunnen zittert. Du kannst eine gewaltige Faust, einen Faustabdruck in der Decke erkennen. Und dann teilt sich das Wasser. Nächste Kampfrunde, nicht Diamantis, du hast keine Schadenspunkte bekommen? Nee, habe ich nicht. Zulamin ist außer Gefecht, also die Kampfrunde. Lehnt sich an das Treppenhaus und krümmt sich vor Schmerzen. Der Busch ruft, ja, warum nicht? Das Wasser teilt sich weiter und du siehst, wie ein nasser Fußabdruck von einer Klaue sich auf dem Brunnen abbildet und dann zuckt ein unsichtbarer Tentakel hernieder. Buschruf. Tentakelklinge. 19. Gerade so geschafft, zum Glück habe ich keine Ansage gemacht. Zum Parieren eine Parade plus 6. Junge hat einen 19er Attacke wert. Junge. Ja, wird er mir 7 Schaden machen? Ja, das nehme ich. Okay, dann. Das war die erste Aktion. Ich muss gerade gucken, ich glaube 5. Ich glaube, er hat 5. 4-mal Tentakel, einmal Schnabel. Das ist der Quetzlinger, Buschruf. 5 Aktionen pro Kampfrunde, maximal eine Handlung pro Gliedmaßen. Das heißt, er hat 4 Tentakel. Ich mache mir keine Ansagen. Ich treffe immer auf die 19, dann kann ich noch 3 Stück machen. Und der Biss vom Schnabel geht auf die 18. Dann habe ich alles getroffen. Es sind immer 2 W6 plus 3. 1, 2, 3. Und der Biss sind einmal 6, einmal 9, einmal 8 und einmal 13. Ist es nicht so, dass er den Schnabel erst einsetzen kann, wenn er jemanden mit dem Tentakel gegrapscht hat? Ja, er packt jemanden mit dem Tentakel. Auf der 1 packt er ihn und dann zieht er ihn heran und beißt ihn. Ja. Verbeißen Maul und erst eine Kampfrunde nach erfolgreichem Umschlingen. Ah, du hast recht. Und Umschlingen geht nur auf einen natürlichen 1, weil Dämonen ja nicht kritten. Genau wie Tiere. Dann ziehen wir den Biss ab. Ja, macht alles keinen Schaden. Also ich meine, er kann niemanden beißen, wenn er auf DKH herankommt, weil das passiert halt nicht. Ja, und ich habe keine 1 gewürfelt. Gut. Dann ist der Bushu fertig. 13 Anzonen. Ich stehe erstmal auf in einer Aktion, das ist eine G-Probe. Der Schwert in Behinderung, aber das ist trotzdem geschafft. Ah, Schochsul, wo ist das Vieh?
Tür. So, und dann hören wir jetzt weiter, fange ich an, durch die Tür zu eilen. Kann ich das 1 zu 10 nicht, oder? Ja. Okay, dann komme ich zu. Sehe ich, wie die beiden dann gerade gedrescht werden, gedroschen? Im Prinzip könntest du sogar vorziehen vor dem Buschhof und würdest dann sehen, dafür habe ich keine Aktionen mehr. Wie Wasserflecken auf Rafims Rüstung entstehen. Ich möchte mich also so orientieren, dass ich im Grunde nächste Runde kämpfen könnte, ja, wenn hier gekämpft wird. Ist okay, regeltechnisch passt das. Gut, Answorn, du bist noch nicht fertig. Ich bin fertig. Doch, jetzt ist unsere Aktion. Eine aufstehen, eine gehen. Rafim 21. Ja, ich habe da. Ich glaube tatsächlich, dass ich damals nicht dagegen gekämpft habe, weil ich schon vorher auf die Schnauze gekriegt habe. Du wurdest von der kleinen Meuchlerin mit dem Dolch. Genau, ich habe, glaube ich, schon vorher aufs Maul gekriegt. Mit dem chirurgischen Messer. Ich nehme an 6er Erschwernis, weil ich ein nicht sichtbares Ziel angreife. Genau, korrekt. +6/+6. Ja, komm, wir machen erstmal einen normalen Schlag und gucken, wie wir so ankommen. Mhm. Der Rüstungsschutz. Rüstungsschutz ist 6. Ich direkt nochmal einen normalen Schlag, weil kein Geiz. 20 minus 9, minus 9. Minus und 16, dann nochmal einen umgewandelten für gutes Feuer. 16 minus. Mach einmal 16, einmal 19, einmal 15 Schaden.